Hallo YouTube. Neben dem neuen iPad habe ich mir auch das neue Apple TV mitgebracht. Das Gerät der dritten Generation auch hier. Einziger Unterschied zum Vorgänger: Jetzt beherrscht das Gerät auch 1080p Ausgabe. Der Vorgänger war limitiert auf 720p Videos, also Steigerung von HD Ready zu Full HD. Packen wir es doch einfach mal aus, beziehungsweise eher hier so ein zärtliches Anritzen. Man will ja die Verpackung auch nicht demolieren. Oh Mann. So, Folie haben wir endlich abbekommen. Jetzt aufmachen. Ah, einfach abziehen. Verstehe. Okay, Nummer 1. Da haben wir es ja schon. Uiuiui. Ich muss gestehen, ich hatte noch nie ein Apple TV. Und ich hatte auch noch nie eine von diesen Apple Remotes. Kaum zu glauben, ich hatte noch nie so eine Apple Remote in der Hand. Sehr cool, bin ich ja mal gespannt auf die Dinger. So, was haben wir denn noch in der Box? Unser Stromkäbelchen. Schick aufgerollt, sieht ja aus wie eine Lakritzrolle. Und ganz unten in der Verpackung haben wir auch noch einmal ein Apple Büchlein, Büchlein. Oh, und wie soll es anders sein? Natürlich haben wir auch beim Apple TV Apple Aufkleber dabei. Jetzt weiß ich, dass die Welt noch in Ordnung ist. So, gut, dann schließe ich das Ding jetzt mal an. Ein HDMI-Kabel liegt nicht dabei. Gucken wir noch kurz hier rum. Wo haben wir es denn? Hallo, Anschlüsse. Machen wir mal die Folie ab. So, und jetzt haben wir. Ah, es geht weiter, es geht weiter. Das Hochglanzzeug wird geschützt. Unter diesem Bändchen haben wir jetzt die verschiedenen Eingänge und Ausgänge, sprich Stromeingang, HDMI. Und da unten haben wir einen Mini-USB-Anschluss, optisches Audio. Ich tippe mal auf Out, nicht In. Und ein Netzwerkkabelanschluss. Das Ding kann zwar auch WLAN, aber Netzwerkkabel geht natürlich auch. So, dann schließen wir das Ding mal an den Fernseher an. Wie gesagt, HDMI-Kabel liegt nicht der Box bei. Muss man drauf aufpassen. Selber besorgen vorher. Nicht, dass ihr dann zu Hause steht und könnt das Ding nicht anschließen. Und wir haben das Apple TV angeschlossen. Man sah gerade noch ganz kurz ein Apple-Logo aufblinken am Fernseher. Und jetzt geht es los. Da sind wir auch schon im Einrichtungsmenü. Jetzt kann ich mal mit dieser Fernbedienung rumtesten, rauf, runter. Okay. Cool. Na gut, machen wir einfach mal weiter. In der Mitte den Knopf einfach als Enter-Bestätigung nehmen. Jetzt sucht er sich unser WLAN. Jetzt kommt der blöde Teil. Jetzt muss ich mein ganzes WLAN-Passwort, naja, mit dieser Tastatur dann halt eingeben. Links, rechts, rauf, runter. Und da sind wir auch schon im Menü. Wir haben Filme, Musik, wenn wir iTunes Match haben, sehr schön, haben wir ja. Verbindung zum Computer über die Privatfreigabe, Einstellungen. Unten dann YouTube, Vimeo-Anbindung, toll. Wall Street Journal, naja, Trailer finde ich sehr cool. Podcast, Radio, Fotostream natürlich auch schön. Also, wenn man hier im Apple-Kosmos lebt, der kriegt natürlich hier mit so einem Apple TV richtig viel geboten. Und was mich natürlich ganz besonders interessiert, als großer Baseball-Fan, natürlich habe ich ein MLB-Abo, das dann endlich nicht mehr übers iPad und über die Ausgabe zu gucken, sondern einfach direkt übers Apple TV und dann da mit dem iPad derweil auf dem Sofa zu sitzen und auch noch zu surfen. Sehr schön. Da freue ich mich ja sehr drauf. Gucken wir doch einfach mal Trailer. Da, der neue Johnny Depp-Film Dark Shadows. Der Trailer ist schon da. Wenn sich jetzt hier jemand fragt, wie ich gerade, jetzt sind wir in diesen Menüs, wie kommen wir denn jetzt überhaupt zurück? Ja, drücken wir mal die Menütaste. Plopp. Ein Schritt zurück, nochmal Menü, noch ein Schritt zurück. Ah, so funktioniert das Ding also. Ja, sieht doch gar nicht mal schlecht aus. Ja, Filme, Top-Filme. Und auch den Film der Woche.
Gucken wir uns hier mal was Neues an. Was haben wir hier? Atemlos. Und den kann ich mir natürlich nur ausleihen. Apple TV hat keine Festplatte, das heißt, ich kann nur leihen, nicht kaufen. Was wir aber hier schon sehen, finde ich jetzt schon sehr schön. Auch in Deutschland trudeln jetzt die 1080p-Werke in den iTunes Store ein. Mit und mit kommen die jetzt. In Amerika gab es die schon seit ein paar Tagen. Irgendwann werden wir wahrscheinlich auch in Deutschland erleben, dass wir gekaufte Filme, die wir bei Apple gekauft haben, auch immer wieder auf all unseren Geräten runterladen können. Ähnlich wie bei iTunes Music. Was aber auch direkt auffällt, die Option, die Filme in Standardqualität zu leihen, die gibt es nicht. Das war's. Vielen Dank fürs Zugucken. Mehr kann ich euch wahrscheinlich aus urheberrechtstechnischen Gründen nicht zeigen, ohne hier die Rechte von irgendwelchen Filmen oder sonst wie Leuten zu verletzen. Ja, macht's gut und bis zum nächsten Mal.